Herzlich willkommen wieder zur Straßenjournal. Das ist heute zum letzten Teil im Anwendungsgebiet Populationsgenetik. Bisher haben wir die sogenannte neutrale Evolution uns angeschaut. Das heißt, Typen hatten keinen Vor- oder Nachteil bei der Reproduktion. Jetzt wissen wir aber auch, die Evolutionstheorie beschäftigt sich ja mit fitten Typen oder auch unfitten Typen. Und dazu werden wir heute ein Modell kennenlernen, auch wieder mit nur zwei Typen, wobei einer dann eben bevorzugt ist, der andere ist eben benachteiligt. Und werden dann auch wieder ein ähnliches Programm durchmachen wie bei Neutralität. Fangen wir diesmal wieder an, und zwar mit einer Erweiterung des Moran-Modells. Sie erinnern sich ja, beim neutralen Moran-Modell war es so, jedes geordnete Paar J aus einer Menge 1 bis groß N hat mit Rate 1/2 ein Reproduktionsereignis durchgeführt. Und Reproduktion hieß, dass der Typ, dass der i-te Typ, also die i-te Koordinate meines Vektors z, was ja der Prozess hier war, ein Nachkommen gehabt hat. Und der Typ i wurde eben vererbt an die j-te Stelle. Das heißt, der neue Zustand ist dann eben, ja, hier ändert sich gar nichts. Und an der J-Stelle steht nochmal ein ZI, weil ZI eben ein Nachkommen bekommen hat. Das war das neutrale Moran-Modell. Und jetzt haben wir das mit Selektion. Da gibt es noch einen zusätzlichen Term. Und zwar so einen Übergang, den ich jetzt gerade ja auch erklärt habe, wo der I, der ein Nachkommen kriegt und den J hier verdrängt, passiert noch zusätzlich mit einer Rate, ja, Alpha durch N, mal Indikator ZI gleich groß A. Das heißt, nur wenn der Ite, der jetzt den Nachkommen kriegen soll, groß A ist, passiert so ein Reproduktionsereignis. Das heißt auch, groß A, der Typ groß A ist eben bevorzugt und klein a entsprechend benachteiligt, weil der solche, man sagt auch selektiven Ereignisse, nicht vollführen kann. Was wir uns wieder anschauen wollen heute, sind diese Prozesse XT, die Allelfrequenzprozesse. Also einfach, ich zähle, wie oft kommt mein Groß A vor. Und wir wollen das Ganze auch wieder im Diffusionslimes im sogenannten machen. Das heißt, wir wollen wieder einen Grenzwert uns anschauen für Groß N gegen unendlich. Und das heißt jetzt, wir schauen uns vielleicht erst einmal den Generator an, des Allelfrequenzprozesses unter Selektion. Und wir hatten ja schon herausgefunden, wenn Alpha hier 0 ist, also unter Neutralität, dann konvergiert das Ganze hier gegen den Generator der Wright-Fisher-Diffusion, die wir uns ja die letzten beiden Male angeschaut haben. Also 1/2 x mal 1 bis x mal f2'. Was macht jetzt aber Selektion hier noch? Das ist ja eigentlich so, also durch Selektion habe ich eine Rate, und zwar pro Paar. Was brauche ich denn? Ich brauche einen mit einem Groß A. Davon gibt es jetzt gerade mal Groß N mal X viele, wenn der Zustand des Allelfrequenzprozesses gerade klein x ist. Das ist also mein I hier sozusagen. Mein I hier ziehe ich aus diesem Groß N mal X. Dann ziehe ich ein klein a aus n mal 1 minus x. Und dann ist es so, mit Rate Alpha durch n kriege ich dann f von x plus 1 Entel minus f von x. Also das ist der Generatorterm, der zu diesem Übergang hier passt. Ja, und jetzt kann man es hier ausrechnen und mal ausführen. Also durch n, da geht natürlich was weg. Durch n geht was weg. Dann bleibt übrig Alpha x 1 minus x. Das steht auch schon hier. Und dann steht hier n mal f von x plus 1 Entel minus f von x. Und n mal kann ich mir auch denken als geteilt durch 1 Entel. Und dann steht hier gerade eine Approximation der Ableitung f'. Also habe ich für den Allelfrequenzprozess dieses Moran-Modells mit Selektion potenziell, wie der Generator andeutet, einen Grenzwert. Und der Grenzprozess hat diesen Generator hier anders ausgedrückt, was wir dann wissen.
Ein Markov-Prozess mit diesem Generator hier löst gerade diese Differentialgleichung, diese stochastische. Genau. Und Ziel ist es jetzt erstmal wieder, Existenz und Eindeutigkeit dieser Gleichung hier uns anzugucken. Und das ist gleich das nächste Resultat. Ja, es gibt eine eindeutige schwache Lösung mit einem bestimmten Startwert. Also von dieser, sagt man auch, Wright-Fisher-Diffusion mit Selektion. Ich brauche wieder zwei Sachen. Ich brauche Existenz und ich brauche Eindeutigkeit. Und diesmal werden wir es ein bisschen anders machen. Nämlich, wir wissen ja schon, dass die neutrale Wright-Fisher-Diffusion eine eindeutige Lösung hat. Und auf die können wir uns beziehen. Und dann können wir nämlich uns mit dem Gersanow-Theorem eine Lösung von der Wright-Fisher-Diffusion mit Selektion herstellen. Und das wird hier der Existenzbeweis werden. Also nehme ich mir erstmal x-Lösung mit Alpha gleich 0 auf irgendeinem Wahrscheinlichkeitsraum mit Wahrscheinlichkeitsmaß p. Das schreibe ich deswegen hin, weil wir gerade Gersanow verwenden wollen. Und das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Wahrscheinlichkeitsraum, beziehungsweise auf demselben Raum ein anderes Wahrscheinlichkeitsmaß. Und es war ja so, dass wir immer ein Q definiert hatten. Das hat eine Dichte ZT bezüglich P auf FT. Und ZT war nicht negatives Martingal. Und welches muss ich jetzt hier nehmen? Ich nehme mal folgendes. E hoch Alpha x minus x0 minus 1/2 Alpha Quadrat mal quadratische Variation von x. Genau, das ist ein Martingal, weil wir mal gehabt haben, wenn hier die quadratische Variation von dem hier steht, dann ist das Ganze ein Martingal. Haben wir mal ausgerechnet. Ist hier auch der Fall, weil x minus x0 ist halt ein Martingal mit quadratischer Variation x Quadrat und das Alpha geht ja gerade quadratisch in die quadratische Variation ein. Also ist das ein Martingal und ich kann mir das Q erstmal so definieren. Und was sagt Gersanow denn dann? Gersanow sagt dann, dass ein Prozess W-Schlange, der definiert ist wie W minus, also erstmal was war W? W war diese Boundary-Bewegung hier hinten. Und W-Schlange ist jetzt W minus und eigentlich 1 durch Z mal die Kovariation aus Z und W brauche ich. Oder alternativ brauche ich die Kovariation an der Stelle von dem, was hier oben steht, von Alpha mal x und w selber. Das heißt, ich brauche eigentlich die Kovariation von Alpha x und w. Naja, was ist das? Alpha x davon. Da weiß ich ja, das ist also x mal 1 minus xdw. Übrigens, das hier ist natürlich ein großes x, fällt mir hier gerade auf. Alpha x löst eine Differentialgleichung, das ist also Alpha Wurzel x 1 minus x integriert gegen w und dann Rechenregeln, wie gehabt, ist das dann jetzt eben hier Alpha Wurzel x 1 minus x integriert gegen Identität, weil hier Quadratrelation von w ist ja die Identität. So, das hier, wissen wir jetzt, ist eine Q-Brownsche Bewegung. Und außerdem kann ich nämlich schreiben, dx war ja eigentlich Wurzel aus x1 minus xdw.
Jetzt will ich aber hier Schlange schreiben, habe damit natürlich hier hinten das hier zusätzlich. Und das mache ich wieder gut, indem ich Alpha x 1 minus x dt davor schreibe. Und warum eigentlich jetzt nicht mehr Wurzel? Ja, weil ich ja die Wurzel hier mit der Wurzel hier mal nehmen muss, wenn ich das Ganze wieder ausgleichen will. Und das heißt, wir haben jetzt schon einen Wahrscheinlichkeitsraum gefunden und eine brownsche Bewegung und ein x, sodass eben x die Strassendifferenzialgleichung löst bezüglich dieser brownschen Bewegung hier. Das heißt, Existenz ist in Ordnung. Nächster Punkt, Eindeutigkeit der Lösung. Und es gilt wieder ganz ähnlich, nämlich auch wieder mit Gersanow. Weil wir schon wissen, dass die Strassendifferenzialgleichung mit Alpha gleich 0 eine eindeutige Lösung hat. Und angenommen jetzt mal, ich hätte zwei Lösungen und x' seien beides Lösungen von der SDE. Genau, was mache ich dann? Dann kann ich sie wieder zurücktransformieren auf die neutrale Lösung sozusagen. Da brauche ich jetzt also auch wieder ein Z zum Rücktransformieren. Und diesmal schreibe ich das ein bisschen anders hin. E hoch minus Alpha. Ja, und dann muss hier oben jetzt ein Martingal stehen. Und x selber ist ja kein Martingal mehr, weil x ja jetzt das hier löst. Deswegen schreibe ich es ein bisschen anders hin. Aber ich kann eben schreiben, Wurzel aus x mal 1 minus x integriert gegen w. Und w ist jetzt an der Stelle die brownsche Bewegung bezüglich der das x hier die Strassendifferenzialgleichung löst. Aber ich muss natürlich abziehen noch minus 1/2 mal die quadratische Variation, also Alpha Quadrat x 1 minus, minus x integriert gegen Identität. Und wie oben, q soll sein zt integriert gegen p auf ft. Also mache ich Folgendes, das Ganze mache ich natürlich jetzt auch noch für die zweite Lösung x'. Da mache ich jetzt eben ein z' und hier ein x' und hier ein x' und hier ein w' und ein x' und ein q', ein z' und ein p' auf ft'. So. Das auch noch. Und was wir nämlich jetzt wissen, wieder mit Gersanow, w. Jetzt brauche ich die Kovariation von dem Prozess hier und der brownschen Bewegung w. Und die muss ich von w abziehen, also muss ich jetzt dazu addieren, also plus Alpha Wurzel x 1 minus x integriert gegen it ist eine Q-Brownsche Bewegung. Und das Ganze kann ich natürlich mit Strich auch noch machen, Q-Brownsche Bewegung. Und außerdem gilt nämlich jetzt dx war ja, wo hatten wir gestartet? Wir hatten gestartet bei Alpha, also ist dieses hier mit einem W hier hinten, nicht einem W-Schlange. Jetzt muss ich natürlich noch diese brownsche Bewegung, braucht noch einen Namen. W-Schlange und die pinke natürlich auch. Dx ist dieses hier oben. Alpha x 1 minus x dt plus Wurzel aus x 1 minus x dw. Jetzt will ich das Ganze aber als w-Schlange schreiben. Habe jetzt also hier das mal dem hier dazugezählt, also muss ich es auch wieder abziehen.
Also minus Alpha x, 1 minus x dt. Der Term geht gegen die Term hier weg. Und x ist die, x löst die neutrale Fischer-Wright-Diffusion, die Differentialgleichung dafür. Und natürlich kann ich das Ganze auch noch machen, jetzt mit meinem Strichprozess. So. Da die Lösung hier ja eindeutig ist, von der Neutralen, weiß ich, dass x, w genauso verteilt ist wie x' w'. Und damit bin ich fertig, weil dann ja, habe ich jetzt die Eindeutigkeit, indem ich ja benutzt habe, dass die neutrale Division eine eindeutige Lösung hat. Und jetzt haben wir also diese Lösung der Straße- und Differentialgleichung, die eindeutig ist. Und genauso wie bei der neutralen, im neutralen Fall, können wir jetzt noch ein bisschen studieren. Das bedeutet, ja, was sind denn Treffwahrscheinlichkeiten? Und was sind Treffzeiten? Da nur was Spezielles hier. Und wie sieht denn die bedingte Diffusion aus? Also x bedingt unter tau 1 kleiner als tau 0. Also genau das, was wir uns bei der Neutralität auch angeschaut haben. Schauen wir uns erstmal die ersten beiden Sachen an. Nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass tau 1 vor, also dass 1 vor 0 getroffen wird. Wenn Alpha positiv ist, dann würde man eigentlich ja denken, und so ist es nämlich dann auch, dass die Wahrscheinlichkeit hier größer ist als unter Neutralität. Und das kann man der Formel hier auch ansehen. Beispielsweise, wenn Alpha jetzt mal eine große Zahl wäre, dann wäre das hier fast 1. Das heißt, wenn die Selektion stark ist, das heißt Alpha ist groß, dann steht hier 1 minus was Kleines durch 1 minus Kleines fast 1, ganz egal was klein x ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Typ fixiert, also der bevorzugte Typ ist ja gerade, den ich zähle, dass der fixiert, ist dann eben fast 1, was ja Sinn macht. Genau. Und wenn die Selektion nicht ganz so stark ist, dann gibt eben die Formel hier gerade an, wie groß die Fixationswahrscheinlichkeit ist. Das ging ja einfach auszurechnen, einfach mit der Skalenfunktion. S von x, hier steht nochmal die Formel. Und μ von z, was hier hinten vorkommt, das ist ja gerade Alpha x1 minus x. Und Sigma Quadrat ist auch 1 minus x mal 1 minus x. Das heißt, was hier übrig bleibt, ist gerade ein Alpha dz Integral, sagen wir mal, von 0 bis y. Minus 2 schreibe ich ab. Integral 0 bis x e hoch dem hier. Ja, das muss ich also ausrechnen. Aber das ist ja nicht schwierig, weil das ist ja einfach Alpha mal y hier im Exponenten. Also brauche ich hier, achso, halt, falsch. Stimmt, das habe ich da mal vergessen gehabt. Hier fehlt noch ein dy. Das ist also das Integral 0 bis x e hoch minus 2 Alpha y dy. Und das ist natürlich schnell ausgerechnet. Das ist 1 durch 2 Alpha, wobei es keine Rolle spielt, weil es nur ein Faktor ist, mal 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. Und daraus können wir schon ablesen, die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass tau 1 kleiner als tau 0 ist, die war ja gegeben durch s von x minus s von 0 geteilt durch s von 1 minus s von 0. Das heißt, den Term 1 durch 2 Alpha kann ich vergessen. Aber s von x ist eben dieses hier und s von 0 ist 0. Das heißt, hier steht es 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. Und im Nenner steht s von 1 minus s von 0. S von 0 war 0. Und s von 1 ist 1 minus e hoch minus 2 Alpha. Schauen wir zurück. Genau das wurde halt hier behauptet.
Genau. Und das nächste, die bedingte Diffusion. Da hatten wir mal diese Proposition 21, 29. Die hat besagt, wenn ich einen Drift μ habe unter der nicht bedingten Diffusion, dann kommt eben dieser Termin noch dazu. S' durch S von x minus S von a, eben S von 0 in dem Fall. Und das können wir jetzt mal ausrechnen. Also, μ von x ist ja Alpha x 1 minus x. Dann, was ist denn hier S' von x? Da muss ich ja ableiten, eigentlich nur das minus e hoch minus 2 Alpha x. Also das ist dann abgeleitet eben 2 Alpha e hoch minus 2 Alpha x. 2 Alpha e hoch minus 2 Alpha x. Und teilen muss ich durch 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. Und das Ganze jetzt mal Sigma Quadrat, also x mal 1 minus x. Das sieht jetzt noch ein bisschen unschön aus, aber es ist schon klar, was ich hier machen kann. Ich kann nämlich ein Alpha x 1 minus x ausklammern. Und dann habe ich ja hier eigentlich eine 1, die ich jetzt hier reinschreiben muss. Und die 1 schreibe ich jetzt etwas komplizierter, nämlich als Bruch. 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. Und dann habe ich hier noch Alpha x 1 minus x. Das heißt, hier kommt noch der Term dazu, plus 2 e hoch minus 2 Alpha x durch diesen Nenner eben. Und ja, Alpha x 1 minus x. Und was steht jetzt hier hinten? Hin stimmt nämlich 1 minus plus 2, also 1 plus diesem hier, geteilt durch 1 minus dieses hier. Also 1 plus e hoch minus 2 Alpha x durch 1 minus e hoch minus 2 Alpha x. Und wenn ich jetzt diesen Bruch hier erweitere um den Faktor e hoch Alpha x, dann steht genau Cotangens Hyperbolicus von Alpha x da. So. Das heißt, ich behaupte, das hier ist gerade Cotangens Hyperbolicus von Alpha x. Und so soll es ja auch sein, weil genau das habe ich ja hier behauptet für die Drift unter dieser Bedingung. Genau. Und jetzt zur letzten Aussage. Da will ich noch Fixationszeiten ausrechnen, aber eigentlich nur was Spezielles, weil es nämlich so hübsch ist. Nämlich, ich könnte ja mal so tun, als wäre dieses bevorzugte Allel noch in sehr kleiner Frequenz. Also mal im Bild. Das ist die kleine Frequenz. Es soll aber fixieren. Und es ist hier in sehr kleiner Frequenz x. X geht hier jetzt gleich gegen 0. Und wie sieht denn das aus? Wie lange dauert denn das? Das sieht ungefähr so aus. Wie lange dauert denn das, dass es dann hinten ankommt? Und zwar, wenn es sehr bevorzugt ist. Das heißt, wenn sowohl hier x klein ist, als auch Alpha gegen unendlich geht. Und die Antwort ist, ja, die Zeit, die hier vergeht, die ist ungefähr 2 log Alpha durch Alpha. Genau, und das drücke ich eben so aus. Alpha geht gegen unendlich. Das Log Alpha durch Alpha bringe ich hier auf die andere Seite. Und dann heißt es eben, dieses konvergiert gegen 2 und zwar in L2. Ja, wie rechnet man das denn aus? Eine L2-Konvergenz. Das mache ich jetzt nicht so ganz genau, wie das geht, aber so ungefähr. Die wichtigsten Schritte. Der Rest ist eigentlich nur noch einsetzen. Erstmal haben wir die Green-Funktion kennengelernt, der bedingten Diffusion. Also was erstmal schon mal gilt, ist nämlich, wenn ich in 0 oder nahe 0 starte und die bedingte Diffusion angucke, das soll der Stern hier sein, und eben sowas hier ausrechnen will, dann hatten wir gesehen, das ist gleich Integral über die Green-Funktion. Da starte ich jetzt hier 0
Und das ist dann eben die ganz normale Formel für die Green-Funktion. Was ich aber ja zeigen will, ist ja diese L2-Konvergenz, das heißt E0 plus Sternchen von Alpha durch Log Alpha Tau 1 minus 2 im Quadrat. Und erstmal muss ich es umformulieren. Und das ist so eine Varianzzerlegung, die Sie bestimmt auch schon mal gesehen haben. Nämlich, ich kann das Ganze hier zerlegen in die Varianz von der Zufallsgröße, die ich hier habe. Die hier ist ja gerade Alpha durch Log Alpha Tau 1 plus den Bias ins Quadrat, also die Abweichung vom Erwartungswert. Und der ist ja gerade 0 plus Sternchen von, ja, der Zufallsgröße hier, minus 2 zum Quadrat. Und die Aussage ist, dass das hier jetzt für Alpha gegen unendlich gegen 0 gehen soll. Und wenn es gegen 0 gehen soll, dann muss das hier gegen 0 gehen und es muss das hier gegen 0 gehen. Dass das hier gegen 0 geht, das ist der einfachere Teil, weil die Formel hier, also Erwartungswert von Tau, da brauchen Sie ja nur hier g gleich 1 einzusetzen und Alpha groß werden zu lassen und die Grenzen anzugucken. Im Skript steht es dann ganz genau. Die Frage ist aber, das hier vorne, können wir sowas eigentlich auch schon ausrechnen? Also Erwartungswert von Tau können wir ausrechnen, aber können wir die Varianz auch ausrechnen? Und die Antwort ist, ja, können wir. Und wie das geht, zeige ich Ihnen mal, nämlich das geht auch mit der Green-Funktion. Also ich brauche V0 plus Sternchen von Tau. Und ja, Varianz von irgendwas ist erstmal Erwartungswert zum Quadrat minus Erwartungswert zum Quadrat. Das heißt, Erwartungswert zum Quadrat ist was Einfaches. Das ist nämlich Integral 0 bis 1, g Sternchen 0y, dy und das Ganze hier zum Quadrat. Und hier vorne muss jetzt stehen, Erwartungswert 0 plus Sternchen von Tau Quadrat. Und das schreibe ich mal ein bisschen anders. Das Integral 0 bis Tau über Tau minus S ds. Also das stimmt natürlich auf jeden Fall noch nicht, wenn ich eine 2 mache, weil die Stammfunktion davon, ja, beziehungsweise ich kann einfach statt Tau minus S einfach S schreiben, Stammfunktion ist dann halb S Quadrat und dann steht es, wenn ich das innere Integral hier ausführe, eben gerade Tau Quadrat, was da auch stehen soll. Aber ich kann das jetzt halt umformulieren, nämlich Tau minus S ist ja der Erwartungswert bei Start in XS von Tau. Und das kann ich auch wieder ausrechnen. Das ist nämlich Integral 0 bis 1 G Sternchen XS, Y oder sagen wir lieber Z. Y gibt es schon. Z DZ. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Da habe ich ja nur Eigenschaften von meiner Green-Funktion jetzt hergenommen. Das Ganze hat jetzt auch den Effekt, dass ich jetzt hier in dem Integral hier stehen habe, diese Funktion hier. Und das ist ja einfach eine Funktion von xs. Das ist irgendeine Funktion von xs. Und sowas kann ich ja hier integrieren. Eine Funktion von xs kann ich hier integrieren von 0 bis tau. Und wie geht es? Das geht so, indem ich eben die Green-Funktion verwende. Also erstmal habe ich Green-Funktion 0 bis 1. Jetzt schreibe ich das hier erstmal ab von hier hinten. Und dann muss ich beim Einsetzen g von y aufpassen, was ich mache. Also erstmal habe ich g Sternchen von 0 bis y. Und jetzt brauche ich g von y. Was ist denn jetzt g von y? G von y ist jetzt diese Funktion hier als Funktion in y, was der Punkt hier ist. Also wieder Integral 0 bis 1, g Sternchen von y nach z, dz.
Und das Ganze, das Integral da hinten, kann ich mir ein bisschen schöner hinschreiben. 2 mal Integral 0 bis 1, Integral y bis 1, g Sternchen von 0, z, g Sternchen 0, y, dz, dy. Also ich habe nur, wenn ich das hier quadriere, gesagt, ich mache einfach zwei Integrale aus, 1 nach y, 1 nach z und verwende den Fubini. Und jetzt passiert noch eine Sache, nämlich, ich habe ja hier, genau, z ist größer als y. Z ist größer als y. Und wenn man nämlich die Green-Funktion, jedes G-Stern hier, die Formel, die ich jetzt gerade hier nicht mehr habe, aber wenn Sie nachschauen, wenn Sie die anschauen, dann hängt die von dem ersten Wert hier gar nicht mehr ab. In der bedingten Diffusion hier. Das heißt, was ich hier auch machen kann, ich kann hier ein y reinschreiben. Und dann ist es nämlich so, dass hier, dass hier und hier derselbe Integrant ist, also G-Stern 0y, G-Stern yz, G-Stern y, genau. Der einzige Unterschied ist, hier integriere ich über 0 bis 1 und 0 bis 1 und hier integriere ich nicht über das ganze Quadrat, sondern über ein Dreieck. Und übrig bleibt eben das andere Dreieck, also 2 Integral 0 bis 1, Integral 0 bis y, g Sternchen 0, y, g Sternchen y, z, d, z, d, y. Und so kann ich eben hier eine Varianz ausrechnen. Und was ich jetzt eben auch nicht mache, auch diese Varianz, wenn ich die hier hinschreibe, die geht eben gegen 0, wenn ich hier mal die Green-Funktion einsetze, was dann halt eine Rechnerei ist. Und damit haben wir nämlich diese Aussage dann gezeigt, beziehungsweise ich habe Ihnen wenigstens erklärt, wie es denn geht, nachzulesen im Skript. Genau, das war noch so eine Abschlussrechnung für die Populationsgenetik. Insgesamt bietet die Populationsgenetik natürlich noch viel mehr, beispielsweise mehr als zwei Typen. Also hier haben wir immer nur zwei Typen gehabt, auch abzählbar viele Typen. Dieser duale Prozess, den wir letztes Mal kennengelernt haben, der lässt sich noch sehr ausbauen und es gibt eben auch viele praktische Anwendungen. Dazu aber dann vielleicht mal mehr in der Spezialvorlesung. Dann bis zum nächsten Mal.